Hi, da was geht ab, Leute, Hunger. Agenda-Tour startet gleich. Ich muss ein paar Sachen packen und dann geht's los. Ich wollte eigentlich besser vorbereitet sein. Wollte mir ein bisschen was zu essen machen, ein paar Sachen kaufen, Energy Drinks, dies, das und davor ein Nickerchen machen. Also ich wollte eigentlich richtig vorbereitet dahin kommen, aber hatte leider den ganzen Tag zu tun. Also beziehungsweise habe den ganzen Tag gegammelt und andere Sachen gemacht, mit Freunden gechillt. Deswegen jetzt recht spontan hier eine Flasche Wasser. Diesmal trage ich die nicht einfach so herum. Eine Packung Tempo. Kann man immer gebrauchen. Vor allem, wenn man mitten in der Nacht irgendwo ist und scheißen muss. Dann ist das richtig wichtig. Könnt ihr Dimi fragen. Kumpel von mir, der früher in den Videos war. Der musste mal eine Scannertour abbrechen, weil er scheißen musste. Echt legendär. Dann natürlich Regenschirm, weil Wetter immer noch sehr instabil ist. Nicht so saftig. Nur die drei Sachen und auf geht's zur Agenda-Tour. Natürlich Powerbank. Ich habe nicht mal Power voll aufgeladen, also ich bin echt vollkommen unvorbereitet, aber wird schon reichen. So, beim Treffpunkt angekommen. Es chillen hier alle Leute. Ein paar bekannte Gesichter, ein paar neue Gesichter. Der Anführer von Bogenhausen ist mit dabei. Krasser Spieler, Level 39. Der Anführer von Aschheim ist mit dabei. Auch krasser Spieler, auch Level 39. Schauen wir mal, was so geht. Ich bin todesmüde, fuck. Ich hab vor mir echt einen Down bekommen. Erste Arena. Irgendwo mitten. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Auf dem Land. Bauernhof, was weiß ich. Nicht ein Pokéstop in der Nähe. Interessant. Oh, 4, 5 Pokémon, die schnappe ich mir jetzt. Arena platt gemacht. Also die anderen haben die platt gemacht, ich habe nur Pokémon gefangen. Aber jetzt warten wir auf Benny, den Anführer. Und ihm läuft nichts. Das ist schon der zweite Minuspunkt für dich, Benny. So läuft das echt nicht, ne? Erste Arena fertig. Ich habe mich ganz nach oben gesetzt über die zwei 39er. Der musste sein. Mit meinem 100% Rizagos. Ja, ich habe da immer die eine Arena versucht aufzubauen. Da hinten. Wenn die klasse Anführer, klasse Pläne hatte. Ja, ja. Ich habe dich auch schon. Deshalb bin ich nicht überzeugt. Hey, Moment. Schauen wir, wie die Arena hier hält. Schauen wir mal. Die Arena, die ist das, was am meisten verspricht bis jetzt. Also mal schauen. Mitten im Nirgendwo. Ja, echt so. Ja.
so. Ein paar Gehen haben wir gemacht. Wie viel ist das hier? Das ist die fünfte jetzt. Die fünfte, okay. Wir haben einen 98% Lavita verpasst. Milos leidet natürlich. Richtig. Er ist ein sehr leidender Zeitgenosse. Ja, nein. Schauen wir mal, was hier so geht. Ich muss meine Pokémon sehr strategisch einsetzen. Wie viel hast du von den Dingen? 12. Ich schlafe. Ja, Gara, das war damals Produkt, das heißt, das ist einfach zu viele. Vor allem mit dem Event. Ich hab auch ein Event. Nein, ich hab das Event nicht genutzt. Die anderen trainieren noch, die einer gehen nach. Da waren drei Gelbe schon drin. Die haben wir nicht gekickt. Wir können hier die Straße lang gehen. Achso. Das heißt aber, dass drei Leute auf einen Platz verzichten müssen. Das sind natürlich die drei krassesten hier. Aber letztendlich ist es ja schon sinnvoll, dass die Leute auf Arenen verzichten, die schon standardmäßig natürlich, über 10 Arenen immer sammeln. Ja, natürlich, wir müssen gerade auch selber. Also ich trainiere noch, ich habe keine Ahnung. Echt? Ich kämpfe noch gegen Rosagring. Ja, schon mein Wert von der Arena weg, trainiert einfach weiter. Easy. Mein Gott, Hyperstrahl. Okay. Ja, gegen Aquana kann ich auch noch kämpfen, was ist hier los? Ja. Ich bin voll hängen geblieben bei der Arena. Ich geh mal raus. Du bist einfach noch jetzt müsstest du das raus sein. Also ich bin jetzt noch raus. Die Arena hier fertig gemacht. Da wird eine da hinten auch schon direkt wieder angegriffen. 42.000. Schnell zurück. Wir haben die Schwachen extra stehen lassen und die werden jetzt gekickt. Gutes Karma, das heißt, jetzt können wir uns eigentlich einstellen. So, wir haben die Arena zurückerobert, also gegengepusht. Dann war ein nettes Bärchen daneben, wollte uns ein bisschen ärgern. Aber jetzt ist es ein bisschen merkwürdig, wer als erstes geht, der verliert. Deswegen ein bisschen Smalltalk hier da, warten bis die anderen gehen. Schauen wir mal, wer zuerst aufgibt. Wer weiß, ich habe mal gegen einen gebettelt. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich gegen ihn gepusht habe. So, das war's. Meine Münze auszahlen lassen. 22 Arenen. Haben danach noch ein paar gemacht. Also am Ende hatte ich 29, 30 Arenen oder sowas. Hatte natürlich davor schon Arenen. Also das war
jetzt nicht alles in einer Nacht gemacht. Haben ungefähr 15, 16, 17 irgendwie sowas gemacht. Leider nicht mehr so viele davon übrig. Um ehrlich zu sein, eigentlich kaum noch was. 3, 4. Maximal 5, also ich glaube nicht mal 5, also ich glaube so 3, 4. Blend hier mal ein paar Pokémon ein, wie ich die heile von der ganzen Tour, von der ganzen Nacht. Hab nicht so viele Tränke gebraucht, wie ich erwartet habe. Also ich habe während der Nacht erstmal gar nichts geheilt und dann erst am nächsten Tag. Trainieren ging auch recht schnell, wenn man zu 10 das geht, das richtig schnell. Angreifen sowieso, das muss ich euch nicht erzählen, aber trainieren auch überraschend. Ich musste meistens nur einmal kämpfen, sehr selten musste ich zwei, also einen Durchgang und sehr selten zwei Durchgänge, also zu 10 echt krass, geht ruckzuck. Wie gesagt, Problem war halt, oder Problem ist halt, dass die Arenen nicht wirklich halten. Ja, was soll ich dazu sagen, wenn die nicht halten, halten die nicht, aber Tour war trotzdem lustig, neue Leute kennengelernt. Schauen wir mal, wie es weitergehen wird. Ob da noch eine Arena-Tour kommt oder nicht. Arena-Update steht auch vor der Tür, also erstmal abwarten, was da kommt und dann schauen wir mal, ob eine Tour sich wieder eventuell lohnt. Vor allem brauchen wir dann eine neue Strecke, eine andere Strecke. Wir waren echt am Arsch der Welt, also das war noch Zivilisation, wo ich überhaupt noch drehen konnte. Danach wurde es dunkler, weiter raus in den Dschungel, aufs Land und da gab es keinen einzigen Pokéstop mehr, da gab es echt nichts mehr. Bevor ich es vergesse, wir haben auch noch eine Hyterra-Arena gemacht. Blende ich hier auch nochmal ein. Habe ich vollkommen vergessen, jetzt gerade beim Video schneiden. Die ist leider auch gefallen. Die ist heute, also zumindest bei mir, heute gefallen erst. Also war schon okay. Echt coole Tour ansonsten, coole Leute. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Was wollte ich sagen? Achso ja, wir sind richtig in den Dschungel gefahren, also aufs Land, nicht Dschungel, aufs Land, wo kein einziger Pokéstop in der Nähe war, nur die Arena. Und die sind trotzdem leider gefallen, also ich weiß nicht, was da los ist. Echt traurig, echt schade. Aber Shoutout an Benny, der hat die Tour organisiert. Hast du echt gut gemacht, guter Job, hat mich gefreut und das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Kommentiert irgendwas, ich weiß jetzt gerade nicht was. Kommentiert, wie viele Arenen ihr habt. Genauso. Und abonniert mich auf Facebook und Instagram. Habe ich mir jetzt neu gemacht. Ansonsten wie immer, vergesst nicht Pokémon is your business.